Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Skyforge. Und ich war jetzt einige Tage nicht mehr hier drauf, weil halt viel war. Wir hatten eine LAN-Party, wir hatten Spieleabend gestern noch mit anderen Freunden, also ich und Luke und Jan. Und ja, in der Zeit ist ein bisschen was passiert. Auf der LAN-Party selber wurde nämlich zwar nicht von mir, aber von einer Kollegin von uns, um genau zu sein, Jans Schwester, der Stall erweitert mit meinem Account. Dabei hat sie auch den Lorenaufzug zerstört. Das muss ich nochmal gleich reingucken, ob der wieder funktioniert. Erstmal werden wir ein, zwei Hühner hier ein bisschen versuchen, noch wieder zu machen. Zack, zack. Zack und raus. Wir haben natürlich jetzt dann zwei Pferde. Die müsste man irgendwann auch mal züchten, aber darauf habe ich gerade wenig Lust. Deswegen düse ich mal weiter. Marcel hat das Ding hier gebaut. Ich wollte es euch nochmal eben gezeigt haben. So, da fließt oben Wasser raus. Auch sehr nice. Huh. So, kann ich den schon wieder ausmachen. Ja, so. Oh, mein Inventar ist schon wieder rappelvoll. Schrecklich. So, dann machen wir das einmal hier unten alles ein. So. Kein Platz für Samen, okay. Dann werden wir erstmal wieder ein bisschen Besamen hier. Und dann ist es, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. So, so, so. So, so eine Falltür rauswerfen. Schau. So, Marcel hat extra hier in der Mitte ein bisschen so kleine halbe Stufen reingebaut, damit man hier ein bisschen rumlaufen kann, ohne direkt die Felder zu zerstören. So, 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 so. Down. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht mehr weit vor unseren, vor den, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ist jetzt nicht, ja, so weit in der Vergangenheit. Also, ja, genau. Sie ist letztens erst veröffentlicht worden. Was habe ich für einen Scheiß gerade wieder? So, die letzte Folge, die kam, das ist schon länger her von der Aufnahme. Nämlich genau halt vor der LAN-Party und so. Und die jetzige Folge, die ist einfach nur nicht mehr so lange her von dem, wie ihr sie guckt. So, Punkt. Nicht mehr so viel Scheiße labern, Yoshi. Alles wird gut. So, mal hier zwischen. Ich will nicht hier haken müssen. So, 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 so. Voilà. Perfekt. So wenig Samen jetzt nur noch? Krass. Und zack, die nehme ich mit. Da gibt es jetzt ein paar Tierchen, die sich freuen. Hallo. Ein bisschen Samen für euch. Perfekt. Noch einer. Nope. Dann. Alle, hopp. Oh, Weizen für alle! Mach doch mal alle Knicki-Knacki. Oh, der Knicki-Knacki-Schafchen, Knicki-Knacki-Hühnchen. Knicki-Knacki-Mus? Knicki-Knacki-Mus. Oh, Knicki-Knacki-Mus. Bei Pferden musste man irgendwann. Bei Pferden musste man auch, glaube ich, mit vergoldeten Karotten arbeiten, ne? Haben wir oben Karotten? Oh. So. Machen wir das nochmal so, dann können wir mal ein paar Brote basteln. Backen natürlich, wir backen Brote. Hopp, abgerutscht. Zack. Mal ein paar Brötchen hier drin, ist auch mal gut. Die Kartoffeln sind nicht gemacht, die können wir in den Ofen. Zack. Da. So. Dann sortiere ich mal ein bisschen ein. Das ist Eisen, Eisenblock. Da ist Papier. So. Schleimbälle, Eier, Knochenmehl, Gunpowder, Weizenkörner, Eimer. Holzprodukte. Nochmal Samen. Ein paar viele jetzt. Laura. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss mal kurz testen, ob das Ding unten mittlerweile repariert ist. Okay, Geronimo. Es ist nicht viel Material dabei. Okay, ich werde es ja sehen. Okay.
Wieder aussteigen. Natürlich kein Material mit, um mich wieder hochzuarbeiten. Was ist ein guter alter Waterfall? Ja, nice. So. Und ein Erdhaufen. Ich werde das mal direkt hier neben bauen. Ich kann das nämlich nachher direkt wieder abbauen. Tak, 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 tak. So. So, das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen was zur Reparatur. Ich brauche eine Schiene. Ich brauche... oh mein Gott, eine Schiene. Wir haben keine Schienen da. Schienen baut man aus Eisen und... Eisen. Steckt da? Keine Ahnung. Mindestens so. 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 Da haben wir doch mal was. Dann brauche ich ein bisschen Stein. Dann kann ich schon mal meine Axt und meine Schaufel runterpacken. Kann mich erstmal hier runterbauen. Das Gute ist, ich gehe nicht tot, wenn ich jetzt hier Fehler mache. Ist ja schon nur noch die 2, 3, 4. 3, 4, hopp. Das heißt auch, dass Kay und Flo auch wenig Zeit hatten in letzter Zeit. Kann aber auch einfach sein, dass sie jetzt natürlich auch an anderen Projekten arbeiten. Ich werde ja noch ein bisschen hier aufnehmen, denke ich. Sonst wird es ja auch langweilig. Wäre doof, wenn das Projekt wieder, wenn das Projekt mittendrin beendet wäre. Ich hätte vielleicht mal so Materialien für eine neue Axt gebrauchen können. Ein bisschen Schleim. Na, wann geht sie kaputt? Machen wir sie kaputt. Die kriegen wir auch noch. So, so, so. So. Oh, nur zwei Eisen. Haben wir noch. Natürlich jetzt kein Dings drin. Kein Eisenbahn. Ich bin noch ein Eisenbahn drauf. Choose your weapon. Habt ihr ein Eisen für mich hier unten? Oder eine Holzachs, das reicht auch erstmal. Ich glaube, damit werde ich mich dann jetzt erstmal hier hoch. Und da muss ich hin. Zack, rausschiften. Ich habe keine Spitzhacke, ich habe eine Spitzhacke dabei. Das ist gut. So, und go. Oh, ist ja nicht so hoch. Durch das Gehör sogar. Eigentlich nur hoffen. So, dürfte wieder repariert sein. So. Drei, vier, fünf. Und runter geht's. Sehr nice. Ja. Die Zahl fürs neue Projekt sind übrigens wieder gestiegen. Also ich muss mal eben hier kurz mal den Jungs schreiben. So, tada, tada. Tada, tada, wo ist denn die Gruppe? Skyforge. Alles repariert. So, und dann kann es weitergehen.
Genau, was ich euch noch zeigen kann, die Baumfarbe ist ein Stückchen gewachsen, Lars war fleißig und ja, es geht jetzt ein gutes Stück weiter. Hier muss das, oh, da ist er schon, hier müssen eigentlich mal Stufen rein, das kommt später, hier auch und die Fichten werden auch hier rüber wandern, dann ist hier Tropenbaum-Etage und Fichten eins weiter und dann fehlt nur noch eine, nach dieser hier nur noch eine Ebene für die Schwarzeichen. Dann haben wir alle Bäumchen, was auch schon mal sehr nice ist. Wenn man schon so jetzt vorstellt, die Person, die die Baumfarben dann bewirtschaften soll im neuen Projekt, die hat dann auch ein bisschen was an Meta zu tun. Und das wird auch interessant. So. Gut, ich glaube, ich könnte mich so langsam mal so an sowas machen wie dieser Schneespur folgen. Lebt er noch? Oh nein! Nein, er ist runtergefallen! Der Eisengolem lebt dafür noch! Wie geil ist das denn? Ich hab gar nicht mit gerechnet. Ich trau mich das nicht, aber darauf kann ich runterspringen. Zip. Zip. Hi! Harald! Na, wie geht's dir? So, machen wir einen Weg hier für Harald runter. Ist nicht Harald, das ist der nicht der richtige Ort für dich. Dafür habe ich ihn damals nicht gebaut. Komm mal zu mir. Alter Schwede, komm hier lang. Harald! Ja, da lang. Da lang. Los, da lang. Da lang, da lang, da lang. Was? Was? Nice. Ich muss hier oben abbauen, dass er nicht wieder hochklettert. Aber ich muss einmal rüber. Wäre doch nur ein Lichtbug gewesen. Ein bisschen geräuschintensiv hier gerade. Halt, aber es ist nice mit dir, gefällt mir, dass du hier bist. Na, gehst du da? Harald, kannst du bitte aufhören auf diesen... Ich weiß, die Fackel macht ein schönes Licht. Harald. Da lang, weg hier. Und schnell abbauen. Der Harald ist leicht Disco-fanatisch. Meine Güte. Mal hier direkt nochmal hier Foto machen. Da 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 da, nicht von mir selber, sondern von Harald. Harald, stopp! Du findest das ein Bild. Mal drehen, Harald. Und zack. Foto gemacht. Zack. Auch rausschicken, senden. So, dann stimmt der Harald dürfte und auch sicher sein. Bewachte, dass hier keine Monster rausgehen. Sehr schön, dann haben wir jetzt sehr viel geschafft, die Folge. Ich werde meine fünftige Spitzhacke mal bauen. Also fünftige Axt, meine ich. Nehmen wir den mit. Zack. Jetzt habe ich natürlich... Doch, ich habe wohl Sticks bei. Wow. Mache ich so viel Sticks die ganze Zeit? Weil es waren noch genug Sticks, weil...
die nette Frau Dame und hier mit Pferden ja bestückt hat. Zack, 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 zack. Na, muss ich ernsthaft hier drauf springen? Dann werde ich in der nächsten Folge, denke ich mal, ein bisschen hier das Kakao-Konzept nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber ich danke euch erstmal fürs Zuschauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.